Ganz schön eng neben dir auf einer Bank. Ja. Hallo zusammen, da bin ich wieder und ich habe schon wieder den Kevin neben mir. Keine angenehme Situation, 130 Kilo schwitzendes Fleisch neben einem zu haben auf einer Bank. Also erstmal, ich schwitze nicht und zweitens, ich wiege auch gerade 130. Du meinst, bevor du auf Toilette warst, da wuchst du aber um die 130, oder? Ich muss mal am besten wieder auf Toilette, weil ich bin dann so voll gefressen. Gut, das gehört jetzt hier nicht hin. Wir reden heute mal, das haben wir schon öfters bei uns gehabt, auf dem Kanal Top 5, irgendetwas, Top 3, die wichtigsten Trainingsprinzipien und so weiter. Natürlich ist das immer so ein bisschen lockerer zu sehen, weil man sollte seine Trainingseinheiten nicht auf drei Prinzipien reduzieren. Es ist wichtig, sich umzuschauen, über den Tellerrand zu schauen und natürlich viel auszuprobieren. Ich denke mal, du hast auch in deiner, du machst jetzt Bodybuilding schon seit 2,5 Jahren, glaube ich, ne? Ja. Da hast du wahrscheinlich schon einiges an Trainingsprinzipien ausprobiert. Wie lange machst du das jetzt tatsächlich? Fast 17 Jahre. 17 Jahre, da kommt was zusammen und dann auch noch mit der Ambition dann eben. Also da wirst du wahrscheinlich ziemlich viel ausprobiert haben, oder? Ja. Was sind denn so die wichtigsten drei Trainingsprinzipien? Und da muss ich so einen kleinen Prolog halten, typisch. Mit Prinzipien meine ich wirklich alles. Das können Trainingssysteme sein, das können Wiederholungsbereiche sein. Das kann auch so ein Tipp sein wie, geh mal bis zum Letzten oder trainier mit schweren Gewichten oder trainier möglichst nur an Maschinen oder lass die und die Übung sein, was auch immer es ist. Wenn du es auf drei Sachen reduzieren würdest, wo du sagst, das waren die wichtigsten, an die du dich hältst und die eigentlich auf die letzten 17 Jahre sind, was wäre das? Muss auch nicht von Platz 1 bis 3 jetzt sein. Also erstmal das Wichtigste, sich nicht so verrückt zu machen. Das heißt, nichts zu sehr verkomplizieren und sag mal, nicht zu konkret handeln im Sinne von, ich muss jetzt das und das System machen, das gab es bei mir nie. Und genau die Wiederholung und so ja, und so viele Sekunden Pause. Das gab es bei mir nie. Ich habe gefühlt alle Trainingssysteme, die man kennt, durchgemischt. Ich habe gefühlt alle Wiederholungsbereiche gemacht, von 4 bis 20 mit Sicherheit oder 4 bis 30 tatsächlich. Auch mal bei Beinen oder sowas, ne? Mit Beinstrecker oder Beinpresse. So ein Marathonsatz, wie man den nennt. Das heißt, sich nicht festfahren, das ist so der wichtigste Punkt eigentlich. Sich nicht zu verkopfen, zu verkomplizieren, das ist so ein Thema, was ich immer wieder bei mir auf Instagram sehe. Ich mache fast so alle 2 Tage eine Fragerunde und da fragen die Leute tatsächlich, ja, muss ich denn jetzt 1 oder 2 Sätze machen, wenn ich nach dem Dorian Yates System oder Prinzip trainiere? Und dann denke ich mir, hey, du wirst nicht wie Dorian Yates trainieren, du wirst deinen Muskel nicht ins Versagen bringen mit einem Satz. Mach mehrere Sätze, mach ein bisschen mehr Volumen. Glaub mir, es wird funktionieren. Für die allermeisten, und da rede ich hier von 99% der Leute oder der Welt, ist das besser. Ja, und ein Körpergefühl aufbauen. Wenn man sich immer nur an Zahlen hält, baut man nicht sein eigenes Gefühl auf. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ich denke, da machen sich die Leute verrückt mit den Zahlen, auch mit den Systemen. Ich habe damals, ich wusste nicht mal die ersten Jahre, welche Systeme es gibt. Ich habe so trainiert, was sich gut anfühlt, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und komischerweise hat das super funktioniert. Ich war einer der breitesten nach den ersten Jahren. Ich habe gegessen, was ich wollte. Auch da habe ich es nicht so kompliziert gemacht. Darf ich so und so viel Gramm Walnüsse noch vor dem Training oder nach dem? Damals auch nie jemand gedacht oder irgendwie drüber nachgedacht oder gesprochen. Und es hat trotzdem alles funktioniert. Wahrscheinlich besser als heutzutage, muss man halt sagen. Vor allem als Lifestyle-Bodybuilder. Ne? Du hast ja nicht direkt angefangen mit Bühne und du weißt, dann sind die Grammzahlen vielleicht etwas wichtiger. Ja. Im Training vielleicht nicht so, die eine Wiederholung mehr oder weniger. Aber ansonsten kann man auch, und ich wette auch im Aufbau, bist du da auch ein bisschen lockerer. Oder bist du einer, der sagt, nee, heute gab es 6,5 Kilokalorien weniger? Nee, gar nicht. Ja, auch im Aufbau, wenn das so kommt, jetzt war ich heute zum Beispiel all you can eat beim Buffet essen. Deswegen vollgefressen im Sinne von. Ne? Auch da mache ich es nicht so kompliziert. Das ist halt so, ich denke, umso mehr stresst man sich halt auch unnötig. Ne? Ja. Also das ist für mich sogar der wichtigste Punkt, nicht zu verkomplizieren in jeder Hinsicht beim Training. Weder mit den Zahlen, die Wiederholung, noch die Systeme, was du gerade alles genannt hast. Da einfach simpel bleiben. Wenn du meinst, das System oder beziehungsweise die Wiederholungsanzahl fühlt sich für dich gut an, ich kann Leute, die trainieren nur im 15 bis 20 Wiederholungsbereich und die sehen brutal aus. Ja, und wenn man nicht dann brutal aussieht, dann geht man zum nächsten System. Richtig. Und probiert sich mal so ein bisschen durch. Genau. Und vor allem, das ist ja auch so ein bisschen auch Fitness-YouTube und dem Informationsüberschuss geschuldet, dass man wirklich denkt, du kriegst ja teilweise Fragen, wenn ich jetzt nur 6 statt 7 Gramm Arginin im Training nehme und nur 30 Minuten vorher statt 20, ist das gut? Ja. Nee, du wirst komplett anders aussehen dann. Also genau solche Fragen sind das tatsächlich. Und damals hat man, wie gesagt, darüber gar nicht nachgedacht. Ne? Dann heute auch so Sachen, oh ja, ist keine Haferflocken vor dem Training, die könnten deine Verdauung behindern und so weiter. Ich habe es damals trotzdem einfach gemacht, mir ging es gut und ich habe super trainiert. Ich glaube, das hindert die Leute auch daran, weil sie das im Kopf haben, trainieren die nicht so richtig hart. Genau. Aber wenn man einfach nur reingeht, und das hat man auch in vielen anderen Ländern, in denen man nicht so diesen großen Wohlstand hat, die geben einfach alles, die setzen sie an den nächsten Stein, heben den einfach 40 Mal, bis sie nicht mehr können. Ja. Und dann muss das Ding sitzen. Absolut.
Und naja. Im Prinzip, das ist schon ein wichtiges Prinzip, dass du versuchst, generell über die Trainingszeit und Jahre dich zu steigern. Ob das jetzt in Form von Gewicht ist, Trainingsgewicht, ob das jetzt eine Mehrwiederholung ist, die du schaffst, dass du schon so ein grobes Gefühl hinterher hast, ah, okay, beim Bankdrücken liege ich aktuell bei 120 Kilo mit 8 Wiederholungen. Ich sollte schon irgendwie am Ende des Jahres mal gucken, ob ich dann, was heißt Ende des Jahres oder jetzt generell die nächsten Wochen, Monate, ob ich dann mal 10 Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht schaffe oder vielleicht auch mal 130 Kilo bewege. Also Progression und Etappenziele. Richtig, das auf jeden Fall. Aber die Progression, wie gesagt, kann halt in vielerlei Hinsichten sein, man muss nicht jedes Training stärker werden. Wenn ich die Pausen schon kürzer halte, ist es auch eine Progression und das Training schneller durchbekomme. Es gibt viele Faktoren, ja. Es sollte trotzdem in jedem Training eine sein. Weil wenn man stehen bleibt, habe ich immer das Gefühl, gut, man kann es nicht immer so genau tracken. Macht euch jetzt auch da nicht verrückt. Genau. Aber es sollte trotzdem eigentlich immer generell aufgehen. Ja. Weil ich dann aber auch sagen muss zu den Leuten, gerade die jetzt so schon länger trainieren, sage ich mal 10 Jahre aufwärts, du wirst dann irgendwann nicht mal jedes Training mehr in der Progression machen. Das weißt du selber. Definitiv nicht, ja. Vor allem, wenn man dann nicht entweder ein Level höher geht mit bestimmten anderen Zuschüssen oder dergleichen. Aber selbst dann, also ich habe nicht jedes Training in der Progression, habe ich den Leuten schon mal gesagt. Dann war dann mein Maximal, war dann 200 Kilo Bankdrücken viermal. Ich drücke jetzt 250, auf einmal jetzt 2-3 Jahre später. Das bleibt dann irgendwann auf einem gewissen Level. Ja, genau. Das hat Markus Ruhl auch schon mal erwähnt, sonst hätte er irgendwann eine halbe Tonne gedruckt. Und man macht nicht irgendwann 50 Klimmzüge oder dergleichen. Also das passiert tatsächlich nicht. Aber dann gibt es eben auch Trainingsplanwechsel oft. Wenn ich keine Progression mehr da habe, dann kann man wechseln. Zumindest sehe ich immer, muss eine Entwicklung stattfinden. Ja. Ob ich dann besser aussehe oder nicht, dass man wirklich aufgibt. Wir reden ja auch von den meisten, die noch im Aufbau sind. Richtig. Ich würde sagen, bei mir definitiv, ist es schon so, ich bin eigentlich nicht mehr im Aufbau. Ja, ich trainiere immer wieder wie im Aufbau, aber ich werde nicht mehr aufbauen, als ich es in den letzten 10 Jahren hatte. Das ist mein Limit und das war's. Aber da muss man erstmal hinkommen, das tun die meisten von euch. Das heißt, guckt einfach, dass ihr nicht ein ganzes Jahr durch 20 Wiederholungen mit 80 Kilo beim Bankdrücken hattet und dann hört ihr einfach auf, weil ihr so trainiert. 8-8-8-Systeme oder sonst irgendwas. Ja, das ist halt Quatsch. Jetzt kommt das Wichtigste, die dritte. Womit macht er jetzt den Deckel drauf? Weil ich gerade... Mit den ersten haben wir natürlich schon sehr, sehr viele Sachen in einen Bereich kompakt zusammengetan. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, zurückblickend habe ich ja auch heute dir noch in der Sprachnachricht gesagt, dass ich mich an relativ vielen Grundübungen halten würde. Mhm. Nicht nur Grundübungen machen würde, aber auf keinen Fall nur Maschinen machen würde. Ja, nur das heißt, gewisse Grundübungen, gerade, was ich ja auch gesagt habe, dadurch bin ich die ersten Jahre einfach explodiert auch, ne? Also ich habe wirklich schweres Kreuzheben gemacht, habe schwere Kniebeugen, schweres Bankdrücken. Auf einmal war ich einer der massivsten Junioren in Deutschland. Halt, ne? Ein Langhantelrudern. Sonst richtig, was. Genau. Also sowas sollte schon mit drin sein und dann nicht so nach dem Motto, hier immer nur ein bisschen am Turm zucken und so weiter. Vor allem in den ersten Jahren, glaube ich. Also das ist richtig. Jetzt wieder eine Meinung, da kann ich jetzt nicht sagen, hier gibt es die und die Studien dazu. Aber man sieht bei allen Leuten, die länger trainieren, vor allem bei den Pros, die sagen alle, in den ersten 5 bis 10 Jahren habe ich mich ausgetobt, dann wird es lockerer, weil dann kann man es machen. Man hat seine Muskeln aufgebaut, die reagieren, die haben einen Memory-Effekt. Aber um den Muskel aufzubauen, um ihn zu zeigen, du wirst gebraucht, geht es oft nicht, wenn man ganz saubere, schöne Seilzüge hat oder dergleichen. Das ist erstens das, genau. Also bewusstes Abfälschen ist auch dann gewollt, richtig. Aber eben diese Grundübungen finde ich schon wichtig, um gerade auch dieses Grundfundament aufzubauen. Natürlich kannst du auch nur mit Maschinenübungen mit Sicherheit eine gute Substanz aufbauen. Aber ich glaube wirklich, es macht sich schon bezahlt, wenn du jahrelang schwere Grundübungen machst. Auch die vielen kleinen Hilfsmuskeln dabei sind, was auszugleichen, zu balancieren. Richtig. Ich meine, wer einmal Kurzhanteln auf einer Bank balanciert hat, man sieht, wie anders das ist. Da kannst du noch so viel drücken, wenn du geführt hast. Ja. Das ist auch gut und hat auch seine Vorteile. Absolut. Du kannst auch ein bisschen mehr Gewicht benutzen und die Brust besser isolieren. Aber wenn der Muskel das nie gemacht hat, 5 Jahre nur isoliert trainiert wurde, dann wird er richtig versagen beim Kurzhanteldrücken. Ja. Und das sind Muskeln, die sicherlich nicht schlecht sind und auch Sehnen stärker machen. Ja. Also das ist, denke ich, der dritte oder der mit auch der wichtigste Punkt, was ich ja auch gesagt habe, was ich wahrscheinlich jetzt nochmal neu einbauen werde, wenn ich jetzt die Vorbereitung anfange. Also neu einbauen im Sinne von, ich habe jetzt die letzten Jahre nicht so exzessiv Rundübungen gemacht wie meine ersten 5 bis 10 Jahre zum Beispiel. Ne? Ja, es motiviert dich wahrscheinlich auch sehr, ne? Wenn du einfach weißt, so jetzt nochmal richtig ans Eisen. Auf jeden Fall, weil ich weiß einfach, dass es auch nochmal einen Schub gibt. Und es ist einfach, machen wir uns nichts vor, es ist natürlich einfach 10.000 Mal anstrengender, als die Leute nicht machen wollen. Ob ich jetzt 5 Sätze freie Kniebeugen mache oder 5 Sätze ein bisschen an der Maschine wippe, ist schon ein Unterschied. Ja, oder mal Langhantelrudern oder so etwas. Ja.
Das ist schon, ja. Das ist einfach ein Unterschied. Ich würde noch für mich immer dazu ergänzen, bis zum Letzten zu gehen, zum Versagen. Da spaltet sich zwar so ziemlich das Internet und YouTube und sagt, man muss immer bis zum Versagen gehen. Aber wer es nie gemacht hat, wird auch nie wissen, wie viel Wiederholung er davon weg ist. Ja. Deswegen würde ich schon sagen, geht an eure Grenzen, weil dieser Sport und Leistungssport generell, das ist ja schon in dem Wort drin. Wenn man nach Leistung geht und die steigern will, wie willst du das machen, wenn du dich innerhalb deiner Grenzen bewegst? Ja. Das ist eigentlich per se unmöglich und also, deswegen geht an die Grenzen. Man muss auch sagen, es ist schwer, alleine zum Muskelversagen einzutrainieren, aber zumindest sollten die Leute so nah wie möglich drankommen. Ja, und es zumindest als Ziel haben im Kopf, richtig, dass sie sagen, okay, ich kann es jetzt nicht mehr bewegen. Dann ist der Satz zu Ende. Aber auch dann ist meistens, es ist eher der Kopf, der sagt, man kann sich nicht mehr bewegen. Der Körper meldet sich schon vorher. Ja. Genau. Also eigentlich, wenn dein Kopf sagt, so kenne ich es, auch bei den meisten, es geht nicht mehr. Normal kann der Muskel noch was. Das merkt man gerade beim Konditionssport. Richtig, da bringt man das bei. Richtig. Wenn du läufst und läufst und läufst, gerade bei Bundeswehr oder sowas, bringt man das meistens einem das erste Mal bei. Und dann kommt der erste Alarm. Hey, lass das jetzt lieber. Ich fange an zu schwitzen. Ich habe keinen Bock mehr. Die Beine brennen und sowas. Die Waden auch schon. Dann könnt ihr noch weiter. Glaubt mir, wenn ihr um euer Überleben rennen müsstet, dann könntet ihr noch mehr. Und das ist etwas, was man sich mal gut vorstellen kann, wenn man wirklich beim Bankdrücken oder Rudern ist. Angenommen, ich würde jetzt eine Pistole an den Kopf bekommen oder meine Liebsten oder ich würde 1 Million Euro für die nächste Wiederholung bekommen. Könntet ihr wirklich nicht mehr oder hättet ihr dann auf einmal geschafft? Ja. Und diesen Biss, diesen zu haben, ich glaube vor allem psychisch dieser Biss zu haben, der bringt halt dich weiter. Weil das ist schwierig natürlich, das ist schwierig. Muss man lernen, absolut. Muss der Körper lernen, aber finde ich, ist sehr wichtig, vor allem mental auch wichtig, das zu lernen. Dann ist man zu Hause in dem Sport. Ja, erstens das. Und das ist ja auch das, was am meisten Spaß macht, denke ich. Ja? Sollte. Ja. Oder sollte zumindest auch. Wenn jetzt die Leute kommen, Jack Huttle hat natürlich nicht ins Muskelversagen trainiert, aber er hat trotzdem super schwer und intensiv trainiert. Und er war immer, sag mal, nah dran am Muskelversagen. Das schon. Und wenn ich einige Trainingsvideos sehe. Plus ziemlich viel wieder Volumen auch noch. Eben. Das muss auch noch dabei sein. Damit erstickt er so ein bisschen. Richtig. Am Ende des Tages ist er auch rausgekrochen. Richtig. Und wenn ich ihn manchmal sehe, wie der Latzug gemacht hat und wirklich mit dem ganzen Körper mitwirkt. Also da war schon... Er fälscht ja schon ab. Eben. Das heißt, abfälschen, aber dann ohne Muskelversagen ist teilweise schwer zu denken. Ja. Also, ja. Nur gut. Also dann, Daumen hoch, wem das gefallen hat. Wenn mal jemand anderes, der Ahnung hat, auch zu Wort kommt. Ansonsten, seinen Kanal findet ihr auch in der Infobox. Und alles andere wird hier noch weiterhin eingeblendet. Wer jetzt mal die 5 wichtigsten Trainingsprinzipien noch weiter sehen möchte und sich informieren möchte, was ich dazu sage, der schaut direkt hier weiter. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.